Hallo zusammen, herzlich willkommen in der Lagune und wir widmen uns heute wieder unserem Lieblingsspiel, nämlich Schach. Und ich bin im Trainingsbootcamp und will ein bisschen das Angebot auf leadchess.org erschließen. Hier hat man eine Wahnsinnsaufgabenübersicht hier mit diesem, ich finde, es sieht aus wie ein Spinnennetz, ne? Einige nennen das Radar, aber ich glaube, dann wäre das hier rund, ne? So ist es tatsächlich eine Spider-Chart oder wie das heißt. Auf jeden Fall sieht man hier, dass ich hier anscheinend eine wahnsinnige Lücke habe. Angriff auf den Königsflügel. Und das müssen wir irgendwie mal hinbekommen. Jetzt haben wir hier noch vier Aufgaben zu wiederholen. Und das machen wir natürlich jetzt noch, bevor wir uns den Königsangriffen widmen. Und wir hoffen mal, dass wir hier halbwegs glimpflich durchkommen. Jetzt brauche ich erstmal wieder eine Weile, um mich zu erinnern. Ah, doch, ich erinnere mich. Das muss es eigentlich sein. Lass mal eben checken. Das war nämlich bei irgendwie einem Taktiktrainer, den ich auch hier gestreamt habe, vor kurzem noch das Problem, dass ich häufig die horizontalen Wege des Turms hier nicht richtig in Betracht gezogen habe, ne? Dass der einfach nachrücken kann. So, lass uns mal überlegen, was dann passiert. Also, hier muss König schlagen, anders geht's nicht. Es folgt wieder ein Schach. Insofern brauche ich mir um sowas erstmal nicht so die Sorgen machen, denn ich übe viel Druck aus. Nur, was ist, wenn König jetzt einfach wieder zurückgeht? Er könnte auf dieses oder auf dieses Feld wieder zurück. Nein, kann er nicht. Hier ist noch ein Läufer. Den muss ich natürlich bedenken. Also er muss wieder zurück auf sein Ausgangsfeld. Ja, genau. Und dann gehe ich mit dem Turm einfach auf die Grundlinie, bin gedeckt vom Läufer. Wunderbar. Und los. Führen Sie aus. Jawohl. So macht man das. 1900. Auch nicht so die mega Riesenwertung. Das sind dann immer diese Batterien. Ne? Also einer prescht vor, opfert sich, der nächste kommt und opfert sich am besten auch noch und so. Irgendwie mag ich das nicht so richtig, dieses Durchboxen. Aber gehört auch zum Spiel dazu. Wollen wir noch mal gucken, wie man sich hier durchboxt? Also hier gibt es zwei Möglichkeiten für Weiß, auf das Schach zu reagieren. Die wahrscheinlichste ist schlagen, denn würde König ausweichen, würde einfach der König, oh, was habe ich gemacht? Der König durchgehen und das wäre Schachmatt meines Erachtens. So, falls geschlagen wird, kann ich mit der Dame das Gleiche verursachen. Geht König vielleicht noch hier auf das Feld, aber dann rutsche ich runter auf die Grundlinie. Das ist ja fast Puzzle Storm hier. Okay. Cool, dass ich mich erinnern kann. Das freut mich richtig. Es wäre meines Erachtens genauso denkbar, dass ich hier vorsitze und denke, noch nie gesehen. Was soll das sein? So, hier schlagen öffnet die Diagonale auf den Turm. Kann aber natürlich sein, dass der König auf F1 kommt. Und dann könnte ich natürlich hier irgendwie mich reinsneaken. Aber dann schlägt der König. Dann, oh, das ist nicht so gut. Das funktioniert meines Erachtens nicht. Dann haben wir hier noch. Ja, erinnere ich mich hier dran oder nicht? Das scheint für mich keine Lösung zu sein.
Was soll dann folgen? Soll ich dann wieder Schach sagen? Geht er wieder zurück? Habe ich einen Läufer gewonnen? Gibt Schlimmeres. Schach. Schach, er schlägt. Also ganz schlecht ist das auf den ersten Blick nicht. Deswegen nochmal. Er weicht aus. Droht natürlich hier den Springer zu nehmen, aber ich sage einfach wieder Schach. Dann kann er aber natürlich noch weiter gehen. Lässt natürlich dann hier den Bauern stehen. Und auch das wäre denkbar, dass er einfach schlägt. Aber dann sieht es wirklich eng aus. Das könnte sogar Schachmatt dann deuten, oder? Ist hier jetzt. Ne, hier ist dann frei, ne? Er kann dann hier raus. Immerhin kriege ich. Ne, kriege ich noch nicht mal. Bringt das hier irgendwas? Ich glaube, das hat nichts zu sagen. Die Figuren sind aus dem Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Turm kann ja einfach nehmen. Okay, wie geht's weiter? Ich dresche hier rein. König muss nehmen. Habe ich das jetzt? Das habe ich wieder nicht gesehen. Aber jetzt wenigstens. Also ein kleiner Trainingseffekt hat stattgefunden. Aber das wird die Lösung sein, natürlich. Wieso habe ich dafür so lange gebraucht? So, letztes Rätsel, immerhin. Ich habe bisher alle gelöst. Das wird mir, glaube ich, leider nicht auf die Wertung angerechnet, weil die habe ich halt alle schon gehabt. Okay, was sprach gegen Schlagen der Dame? Das hier. Ich erinnere mich. Ja. Das war ein spannendes Rätsel, da habe ich lange drüber nachgedacht und es irgendwie in den Sand gesetzt. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt, da lange drüber nachzudenken, denn ich weiß noch, ich habe daraus irgendeine Lehre gezogen. Die muss ich jetzt nur noch irgendwie wieder kriegen. Es geht darum, zum Beispiel durch so einen Zug, ich weiß noch nicht genau, ob der stimmt, einfach nur dafür zu sorgen, dass ich am Ende diese Dame krieg. Das ist alles. Das wird's, glaube ich, sein. Wieder Schach. Und König kann sich überlegen, geht er jetzt dahin oder dahin, das ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, der Turm kann jetzt nicht ohne weiteres hier durch auf die Grundlinie. Ich muss erst hier Schach sagen, damit ich Weiß zwinge, hierauf erstmal zu reagieren. Weil sonst könnte ja Weiß erstmal sofort matt setzen hier. Na gut, das geht jetzt nicht, aber dann wird hier geschlagen und dann kommt das matt von da. Also dementsprechend. Erstmal Schach sagen. Und König. Was ist denn, wenn König einfach zur Seite geht? Habe ich das schon in Betracht gezogen? Dann sage ich hier wieder Schach. Und das könnte sogar.
Das Problem ist, dann ist dieser nicht mehr gedeckt. Das ist aber wirklich anspruchsvoll. Ich bin da irgendwie auf einer heißen Spur, aber ja, wenn man davon ausgeht, dass König nicht schlägt. Hier reinschlagen ist, ich weiß nicht, ob das der richtige Anfang war. Also irgendwie dafür sorgen. War es doch dieser erste Zug? Aber dann, wenn ich hier hinziehe, kommt sofort diese Antwort. Das ist auch nicht gut. Wie kann ich eigentlich eine Aufnahme pausieren? Ich mach's jetzt so, ich habe nicht mehr viel Zeit. War richtig. Das war leider falsch. Ah. Sorry für die kurze Unterbrechung. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Hier wieder Schach sagen, weil dann was passiert? König weicht aus. Ich ziehe hier hin. Oh Mann, das ist doch viel zu kompliziert. Das. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich opfere einen Turm. Ja, das ist mir irgendwie zu hoch. Ah, jetzt kann ich hier die Dame nehmen. So, jetzt fängt mein Laptop hier an abzuheben, weil ich die Engine angemacht habe. Geht der Lüfter ordentlich hoch. Das habe ich noch nicht hundertprozentig kapiert. So, es wird geschlagen. Ich muss erst hier Schach geben. Dann geht er irgendwie da zurück. Dann soll ich hier. Das ist mir zu hart. Und dann kann ich hier die Dame nehmen. Okay, was passiert, wenn er. Genau, Engine sagt direkt da ein. Ja, also das ist mir irgendwie zu krass. Bei aller Liebe. Na gut, wir geben mal einen Daumen. Ja, wir geben keinen Daumen. Gut, hat ein bisschen zu lange gedauert. Königsangriffe machen wir im nächsten Clip. Seht's mir nach. Oh. Ciao.